Mann-Gesellschaft und schaut danach. Machen Sie eine Reportage? Ich mache ein Video über den Bezirk hier. Achso, ist schön hier. Ja, danke. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozork Mega F, zu einem weiteren Pankow meine Hood Vlog. Ich begrüße euch ganz herzlich wieder bei mir auf dem Kanal zu einem weiteren Video aus meinem tollen Bezirk aus Pankow. Wie ihr vielleicht wisst, mache ich ja häufig diese Vlogs und ihr habt vielleicht schon einige dieser Videos gesehen. Wenn ihr diese Videos noch nicht gesehen habt, also nicht vollständig gesehen habt, dann schaut gerne in meine Playlist zu dem Pankow meine Hood Videos. Das sind wie gesagt ja Vlogs über den wunderbarsten Bezirk in ganz Berlin aus Pankow. Und da seht ihr ja viele tolle Teile schon, die online sind. Die habe ich euch hier oben an dieser Stelle irgendwo verlinkt. Da könnt ihr gerne raufklicken und euch die gesamte Bandbreite von Berlin-Pankow zu Gemüte führen. Für die Leute, die zum ersten Mal auf diesen Kanal schalten und es jetzt sehen, mein Name ist Ozork, ich mache Meinungsvideos, ich mache Vlogs, ich mache Food-Reviews und Challenges und ja, mache gerne Videos über meinen Bezirk, über Pankow in Berlin, denn ich wohne hier und heute geht es um den Bezirksteil Pankow Wilhelmsruh, denn ja, wir haben Wilhelmsruh noch nicht abgekaspert, beziehungsweise ist es halt so, dass Wilhelmsruh ja ein kleiner oder der kleinste Bezirksteil von Pankow ist. Wir befinden uns jetzt genau am ja, S-Bahnhof Wilhelmsruh und dazu werde ich euch natürlich auch jetzt schon mal ein paar, nicht geschichtliche, aber ein paar Daten erzählen, die ich halt über meinen Bezirk kenne. Wichtig auch hier wieder, es gibt dann immer so Leute, die sich diese Videos angucken und dann sagen so, oh Ozork, das war aber nicht 1622, das war jetzt 1645. Das soll hier kein Geschichtsunterricht werden, sondern dieses Video dient zur Unterhaltung und ihr könnt euch sozusagen von mir berieseln lassen. Und die Informationen, die ich weiß und kenne, die teile ich euch natürlich mit und damit lernt ihr ein bisschen was über den wunderbarsten Bezirk in Berlin halt kennen, also über Pankow, jetzt halt Wilhelmsruh. Und falls ihr es besser wisst oder ein Geschichtslehrer seid, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ich vergessen haben könnte oder was dann, wenn ich mich in einem Datum geirrt habe, könnt ihr das natürlich dann einfach korrigieren. Ja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Hilft mir natürlich und schlagt das Video gerne anderen Leuten vor, die gerne auch mal Berlin-Pankow sehen wollen. Ja, erstmal kurz zur Erklärung. Wir befinden uns, wie gesagt, hier am S-Bahnhof Wilhelmsruh in Berlin-Pankow. Und wie ihr schon sehen könnt, ist das Ganze hier so ein bisschen, ja, sieht so ein bisschen brach und vergammelt aus. Hinter uns ist der sogenannte Gammelnormer, den ich schon mehrfach in meinen Videos erwähnt habe. Da sitzen auch immer so ein bisschen ja, die Säufer so rum. Und ja, was soll ich euch sagen? Es gibt natürlich einige Sachen, die ich euch zu Pankow erzählen will. Wir gehen jetzt erstmal kurz in den S-Bahnhof oben rein. Weil dazu gibt es auch eine eindeutige Geschichte, die ich euch mitteilen möchte. Vielleicht seht ihr es ja jetzt schon hier, der NEB, also der Niederbarnimer Eisenbahnverkehr, baut hier wieder was Neues. Und dazu gibt es geschichtlich ja, eine Geschichte von Pankow und Wilhelmsruh, die ich euch mitteilen möchte. Generell gesehen Wilhelmsruh auch der flächenbezirksmäßige kleinste Teil von Pankow. Denn eigentlich war früher Wilhelmsruh der Bezirk ja, Rosenthal minus Reinickendorf. Also es gehörte zum Bereich Reinickendorf und Rosenthal sozusagen gemischt und war auch als Doppelbezeichnung sozusagen eingetaktet. Und erst in ja, Mitte der 1920er Jahre, 1930er Jahre wurde dann aus diesem Bezirksteil auch wirklich der Bezirk Wilhelmsruh gemacht. Heißt, wir gehen jetzt kurz mal hoch auf die S-Bahn-Trasse und dann zeige ich euch was und dann werdet ihr auch erfahren, was es mit dieser Eisenbahn auf sich hat. Ja, wir befinden uns jetzt auf dem S-Bahnhof Wilhelmsruh und wie ihr sehen könnt, befindet sich auf dieser Seite die gute ja, Aluminium-Müllverbrennungsanlage, von der die Mira und ich schon mehrfach in unseren Blogs ja, berichtet haben. Wenn das hier mal wieder läuft und dann, also es ist ja heute Sonntag, dann kommt einmal im Monat so ein richtig beißender, ekliger Geruch ja, rüber zu uns in den Bezirk und dann ja, stinkt das und mufft das immer so ein bisschen, ist immer sehr, sehr eklig. Muss man aber ertragen, weil hier auch das große Industriegebiet ist, was zur Ostseite, nee, zur Westseite von Reinickendorf gehört, genau. Ist das, nee, die Ostseite von Reinickendorf, Ostseite Reinickendorf, jetzt habe ich verhaspelt. Wir stehen jetzt hier auch auf dem Bahnhofsbereich und wie ihr seht, befindet sich hier hinter so einer Art Brache und ja, ihr seht, hier sind viele Birken und gar nichts. Was hat das Ganze damit auf sich? Und zwar zur Zeit, ja, Ende des Zweiten Weltkrieges gehörte ja dieser Teil, wo ich jetzt drauf stehe, mit dem S-Bahnhof Wilhelmsruh, zum Westbereich
und war auch damals noch Reiningdorf zugeordnet, wurde aber aufgrund der Sektorenteilung dann später, also direkt hinter dem Bahnhof, dem russischen Sektor zugeordnet. Das heißt also, der Bezirksteil, der unten rechts an dieser Seite neben dem Norma beginnt, dort seht ihr dann auch gleich nochmal die Mauerstücke, also es ist auf dem Fußboden nochmal die Mauer eingekennzeichnet, beginnt sozusagen dann der Osten und man steht dann sozusagen hier direkt zwischen, ja, West-Berlin und Ost-Berlin. Warum sich das Ganze hier in Wilhelmsruh so jetzt dargestellt hat und das hier so ein bisschen verbracht ist, ist einfach aufgrund dessen geschuldet. Es gab früher, vor allen Dingen in der Zeit, ja, erst Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, dass ja die Außenbezirke von Berlin eingemeindet worden sind und dann auch in den, ja, Berliner Bereich mit integriert worden sind. Der Bereich Wilhelmsruh, den ihr da hinten jetzt sozusagen in der Ferne seht, wo so dann die Kernwohnschaft dann auch losgeht, war damals noch eigentlich eher so, ich sage mal, Villengegend. Also dass nur die Reichen der Kerncity, die sozusagen außerhalb des Trubels der Stadt von Berlin und Reiningdorf-Wedding eine Villa sich leisten konnten oder ein schönes Häuschen, die haben dort gewohnt und konnten sozusagen dann auch dort ihre, ja, ihre Lebenszeit genießen oder sozusagen ihren Ferienurlaub vor der Kernstadt Berlin, weil ja auch die gesamten Bezirksbereiche erst Anfang des, ja, 20. Jahrhunderts eingemeindet worden sind. Hatte ich euch ja auch schon mal erzählt. Auf jeden Fall war es so gewesen, dass hier neben der aktuellen S-Bahn-Strecke, also Stadtbahn, die es hier gibt, noch die sogenannte Heidekrautbahn gefahren ist. Die Heidekrautbahn hat so sozusagen den Anfang, was ja hier sozusagen West-Berlin ja ist, so der Zipfel von West-Berlin mit den Teilen Nordost-Berlin und vor allen Dingen auch Schildow, den Nordbereich zum, ich glaube, Wandlitzsee und Wandlitz an sich und bis zur Schorfheide, also deswegen Heidekraut, ja, hochgefahren. Und das wurde von der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft geführt und wurde auch bis in die, ich sag jetzt mal, 1900 und, ja, 50er, 60er Jahre, bis zum Zeitpunkt des Baus der Mauer geführt und wurde dann natürlich aufgrund der Mauer DDR, wisst ihr alles, eingedampft und kaputt gemacht. Früher waren auch noch, also ich bin ja hier groß geworden auch in der Gegend, das seht ihr in einem anderen Video, bin ich häufig hier mit der S-Bahn auch zur Schule gefahren, weil man dann in die Richtung Wittenau kommt, also nach Mitte, Zentralreinigendorf, sage ich jetzt mal, und dann natürlich auch noch weiter nach Norden in Richtung Weidmannslust, Hermsdorf, Frohnau, Tegel, also die Westbezirke von Reiningendorf. Die Heidekrautbahn fuhr sozusagen parallel zu den Schienen hier unten lang und den alten Bahnhof gab es da hinten, dort wo jetzt wie gesagt ganz viele Waldstücke sind, auch noch. Und dieser Teil ist halt entsprechend eingedampft worden. Momentan gibt es wieder ein Bauprojekt von Berlin, das habt ihr gerade eben am Anfang gesehen, von der Niederbader Eisenbahngesellschaft. Denn die Strecke, die ursprüngliche Strecke, die halt sozusagen hier nach Norden fuhr, hat halt den ganzen, ich sag jetzt mal, Bereich, der jetzt unerschlossen ist, mit Schienen abgedeckt. Die Heidekrautbahn ist sozusagen hier losgefahren, hat dann einen Schlenker gemacht, also eine Rundung zum Pankower Park. Das ist das Industriegelände, was ihr da hinten seht, so ein bisschen. Dann hat es jetzt einen Zwischenstopp gemacht am Wilhelmsruher Damm, ging weiter in Richtung dann Nordrosental raus und dann natürlich halt auch über die, ja, ich sag jetzt mal, nördlichen Bereiche zu Schildow und weiter in Richtung Norden dann natürlich Blankenfelde und was es halt alles noch da gibt. Dieser Teil ist jetzt aktuell nicht mehr erschlossen und wird auch nicht mehr bedient von der Eisenbahn und das ist natürlich jetzt ein Bauprojekt, was wieder angebracht wurde. Das heißt natürlich, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut gerne mal auf die Niederbahner, also Niederbahnimer Eisenbahngesellschaft und schaut danach. Machen Sie eine Reportage? Ich mache ein Video über den Bezirk hier. Achso, ist schön hier. Ja, danke. Als kleine Anmerkung jetzt dazu, das graue Gebäude, was ihr jetzt hier auf der linken Seite seht, das ist jetzt vor 3 Jahren neu gebaut worden. Das ist ein Neubau, der an das Umspannwerk, ihr seht ja den klassischen Backsteinbau dahinter, angesetzt worden ist. Und zwar für bedürftige Menschen, also Leute, soziale Probleme, Obdachlose und sowas. Und das wird von der, ja, vom Staat finanziert. Ist aber auch nicht besonders gut gepflegt, muss ich sagen. Auch hier die Anspritzer von der Farbe haben sie bisher noch nicht weggemacht.
finde ich ein bisschen ungünstig. Also, da seht ihr ja hier. So, wir befinden uns jetzt vor dem Haupt, sage ich jetzt mal, Haupteingang oder vor dem Nebeneingang zum Unspanberg in Berlin-Wilhelmsruh. Ihr seht, das Ganze wird, wie gesagt, jetzt von der Firma Vattenfall betrieben und geleitet. Wurde früher, wie gesagt, über die Energiestiftung Bergmann-Borsig umgesetzt und auch die sogenannten Borsig-Bauten, die jetzt gleich links, wenn wir in die, ich glaube, es ist die Garibaldi-Straße, wenn ich mich nicht irre, reinbiegen, sehen wir da auch diese fünfstöckigen Gebäude, die halt dazu geführt haben, dass hier die Mitarbeiter und die Leute, die für das Umspannwerk tätig gewesen sind, eine Wohnung hatten und damit natürlich auch hier zentraler Arbeitspunkt bzw. Arbeitsstellen geschaffen worden sind. Wilhelmsruh ist auch von der Einwohnerzahl einer der niedrigst bestatteten Einwohnerzahlen, hat ungefähr 8200 Einwohner aktuell und ja, die letzte Messung ist dafür 2020 gemacht worden. So. Auf der rechten Seite seht ihr die Berliner Ausbau GmbH. Das ist ein baustädtischer Bereich, der schon seit über 25 Jahren hier in Wilhelmsruh ansässig ist, wird auch immer noch aktiv geführt und die machen halt ganz, ganz viel, was mit Bauten zu tun hat, sage ich mal, ganz normal, Aufbau. Hier auf der linken Seite seht ihr jetzt auch Neubauten, die jetzt vor zwei Jahren neu gebaut worden sind, als jetzt beziehungsweise 2016, 2018 ja diese Flüchtlingskrise gewesen ist, ist es so gewesen, dass viel gebaut werden musste, um ja irgendwie alle Menschen unterzubringen. Und diese Bauten sind wie gesagt jetzt erst seit zwei, drei Jahren hier. Davor war hier so eine Art Rieselfeld, eine große, sage ich mal, grüne Wiese, die jetzt platt gemacht wurde und seitdem gibt es diese Bauten hier. Wir fahren jetzt auch die Hauptstraße entlang, die von Reiningendorf nach Wilhelmsruh-Rosenthal führt. So, wir befinden uns jetzt auf der Rückseite des Umspannwerkes, wie ihr hoffentlich sehen könnt. Das ist hinter mir sozusagen die Hilscher Straße. Da vorne ist die Hauptstraße. Dort geht es, wie gesagt, auf den Hauptbereich von Wilhelmsruh. Und wenn wir jetzt in diesen Bereich weiterfahren, kommen wir nämlich zum Industriepark in Pankow, also der Pankower Park auch genannt. Dort hat aktuell beispielsweise, ich glaube, es ist Schindler, eine riesengroße Fahrradwerkstatt und einen Fahrradbaubereich. Es gibt dort mehrere Ärzte, es gibt eine große Schule, gibt es dort den Kindergarten an der Uhlanstraße, werdet ihr aber alles gleich noch sehen. Und wenn man jetzt mal in diese Richtung sozusagen, ich blende euch vielleicht zwischendurch auch nochmal immer so eine Karte ein, vielleicht seht ihr es ja dann auch gerade, sind wir jetzt sozusagen im Kernbereich von Wilhelmsruh, also die kernwohnhaftigen Menschen sitzen sozusagen in diesen Mehrfamilienhäusern, mehrstöckigen Gebäuden. Ihr seht hier die Fünfstöcker, die ja wie gesagt zu den Baracken gehörten, welche für Bergmann-Borsig gebaut worden sind. Alles eine sehr, sehr, sehr schön ruhige Gegend. Wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, 8200 Menschen leben aktuell in Wilhelmsruh und sind aber, sage ich jetzt mal, die, das war die letzte Volkszählung 2020, bis, sage ich jetzt mal, 2007 waren es gerade mal 6400. Also man kann so sagen, pro Jahr sind irgendwie 100 neue Einwohner hier dazugekommen. Finde ich ganz schnieke, weil es ist auch nicht so viel und so überfüllt. Wenn wir jetzt das Ganze mal natürlich mit Bereichen vergleichen, wie in Berlin, Neukölln oder in Wedding, wo natürlich auch große Plattenbauten sind, da sieht das dann auch schon wieder ganz anders aus. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal die große Tour, fahren
erstmal hinten rum in Richtung des Pankower Industrieparks. Und wie gesagt, dort begann dann sozusagen eigentlich auch, wenn man von dort, ihr seht vielleicht hinten noch die Schienen vom Wilhelmsruher Bahnhof, dieser kreisrunde Verkehr, der dann sozusagen in der Rundung da rumgegangen ist zum Pankower Park von der Heidekrautbahn. Und dann fuhr das Ganze, wie gesagt, straight in diese Richtung hoch, wo wir dann zum Wilhelmsruher Damm kommen und auch in Richtung Rosenthal bzw. Lübars. Also ihr seht schon hier eine ganz ruhige Gegend, kaum Verkehr, viele, wie gesagt, Mehrfamilienhäuser, die von der Wohnungsbaugesellschaft Wilhelmsruh geführt werden, also früher, wie gesagt, ja unter dem Bereich der Industrie, jetzt halt privat bzw. in der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft. So, jetzt stehen wir schon an der Garibaldi-Straße, die da hinten so einen leichten Knick macht. Da fahren wir natürlich auch noch gleich vorbei, aber ich würde jetzt gerne erstmal die Runde fahren, damit wir so ein bisschen den Industriepark abklappern können. So, wie ihr hier seht, das Ganze ist so ein bisschen auch kleinstädterisch aufgelegt und Berlin ist ja gewachsen, sage ich mal, immer mit der Zeit. Also eigentlich so Dorf im Dorf im Dorf im Dorf, weil alle möglichen Dörfer und Kleinstädte wurden dann irgendwann eingemeindet. Die Häuser, die auch gebaut worden sind, seht ihr ja hier auf der linken Seite, gehörten halt alle zu diesem Bergmann-Borsig-Bereich und sind jetzt von der WBG, also Wilhelmsruher Wohnungsbaugesellschaft, übernommen worden. Wir fahren jetzt hier mal nach rechts in die Herzstraße rein und dann seht ihr schon da hinten sozusagen den Eingang vom Pankower Park und ich hoffe, wir können dort mal reinfahren. Heute ist ja Sonntag, heute ist ja nicht offen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob hier in das Industriegelände man reinfahren kann. Ja, sieht ganz gut aus eigentlich. Ja, sieht schön aus. Also hier seht ihr, hier beginnt der Industriebereich von Pankower Park und ich hatte mich vertan, es ist natürlich Stadler, die sich hier auf dem Bereich befinden und nicht Schindler als Fahrradbaubereich. Wie gesagt, hier beginnt das große Industriegebiet, Schienenfahrzeuge haben hier Vorrang und ihr seht auch hier unten noch, also wenn man das erkennen kann, das sind so noch Reste von den Schienen, die sozusagen von links kommen. Da steht ja auch Berechtigte der NEB frei, also der Niederbahnnehmer Eisenbahngesellschaft. Das ist, wie gesagt, alles, was noch zur Kreidekrautbahn mal hingeführt hatte. Es sind natürlich einige Schienen mittlerweile weggenommen worden. Weiter hinten im Gelände werdet ihr auch welche sehen. Hier ist natürlich ein großer Industriepark, den fahre ich natürlich normalerweise nicht so häufig lang. Ich weiß auch nicht genau, welche Firmen hier noch alles drauf sind. Aber wenn wir Glück haben und nicht angemeckert werden, schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an. So. Der Chromstall Mustang vermieten Berlin. Ah, hier werden Autos vermietet sogar noch. So. Dann haben wir hier vorne Rauchhaus Wasser- und Wärmezähler GmbH. Aha, also ein bisschen. Huch, da hupt einer. Dann haben wir hier natürlich die große Hauptstraße, die durch den Pankower Park durchführt. Ich weiß gar nicht, welches Logo ist denn das hier? Kann mir das mal einer sagen? Ich weiß das gar nicht. Ja, hier PI-Informatik gibt es hier noch auf der linken Seite. Was ist das hier? Stadler, genau, Geschäftseinheitsbereich. GE, General Electrics ist das Company. Und auf der linken Seite haben wir dann auch noch Blackbox Music, Eventveranstaltung. Und hier kann man sogar Probehallen mieten. Also der Hauptbereich, glaube ich, sogar von Blackbox Music. Die gibt es übrigens auch in Friedrichshain und die machen diese Pirate Bay. Da hinten ist noch KST Turbinenkomponenten. Also hier werden sogar Turbinen noch gebaut. Cool. Und Strabag gibt es hier auf der rechten Seite noch. So, also wir befinden uns jetzt, wie gesagt, am Ende oder beziehungsweise Haupteingang Lessingstraße vom Pankower Industriepark. Und das da hinten wollte ich euch eigentlich zeigen, weil das weiß man natürlich nicht. Wenn man jetzt sozusagen Luftlinie über den Nordgraben rüber
rübergehen würde, befindet sich auf dieser Seite schon Reinickendorf, und zwar das Märkische Viertel. Ihr seht das auch schon an dem klassischen, ja, Plattenbau, die da oben hochsteigen, die, sagen wir jetzt mal, 15, 20 Geschösser, die halt hochgehen. Und die liegen sozusagen, die Mauer fuhren sozusagen einmal rundherum mit dem Industriepark da vorne bis zur, ja, ich sag mal, zu dem Bereich, wo die Schienen von Wilhelmsruh halt langfahren vom S-Bahnhof, hatte ich euch ja am Anfang gezeigt. Und der Pankower Park war, wie gesagt, ja auch früher hier auch noch Sperrzone gewesen. Auch alles, was hier vorne dann rumzieht, war sozusagen ja auch die Todeszone zum Zeitpunkt der Mauer. Das heißt, hier waren natürlich auch Minenfelder ausgebaut, da waren Schützentürme hingestellt, damit natürlich aus dem Ost-Berliner Bereich, wo wir uns jetzt hier ja befinden, niemand in den Westen rüberklettert. Und das ist natürlich sehr, 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 sehr krass gewesen. Ich finde aber auch sehr, sehr schön, wie nostalgisch das Ganze hier, wie gesagt, geblieben ist. Wenn wir jetzt in diese Richtung schauen, kommen wir dann dort wieder in den Hauptbereich von Wilhelmsruh zurück. Wie gesagt, da ist eigentlich sozusagen unser Hauptwohnbereich, also wo die meisten Menschen wohnen. Ich glaube, in dem kleinen Viertelchen, das man da hat, leben ungefähr 4000 Menschen. Und wir fahren jetzt aber erstmal den Bereich Lessingstraße wieder runter. Also vielleicht kennt ihr das ja, Lessing, Schiller, Goethe, die gibt es hier alle drei Straßen. Bekannte Dichter der deutschen Kunst, der deutschen Literatur, Entschuldigung, Kunst, ist ja, Literatur ist ja auch Kunst, wisst ihr ja. Und ja, ich finde das Ganze ganz, ganz cool. Dann haben wir natürlich auch dort die Haupt... ist das eine Grundschule oder Hauptschule? Weiß nicht. Also ich glaube, die Grundschule in Wilhelmsruh und die Kita der Wichtelzwerge. Vielleicht habt ihr das auch schon mal in einem meiner Videos gesehen. Da fahre ich manchmal mit dem Auto lang, wenn ich zu ATU will. Heißt also, diese Strecke kennt ihr vielleicht schon, aber wir fahren jetzt trotzdem einmal dort vorbei und werden uns dann als nächstes zur Hauptkirche, also zum Hauptplatz des Wilhelmsruh begeben, weil dort ist natürlich auch noch was zu sehen. Und wir hatten ja, als Mira und ich geheiratet haben, wollten wir eigentlich zuerst in der Kirche in Wilhelmsruh heiraten, habe aber dort leider keinen, ja, ist ja nicht Partyraum, aber keinen Festraum gehabt. Weil die Kirche ist sehr, sehr klein, also hier, auch in Pankow. Und ja, wir konnten uns damals, wie gesagt, das ist schon 2018 gewesen, als wir geheiratet haben, ja, dort keine Location anbieten, was sehr, sehr schade gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz machen wir unsere Tour weiter und ihr kriegt natürlich weitere schöne Einblicke. Ihr seht auch hier noch auf der linken Seite die alten Landhausstilgebäude. Ja, das war halt eigentlich sozusagen Anfang des, ja, der 1920er Jahre auch der Baustil hier. Und ja, dann direkt dahinter wieder Neubauten, die auch hochgezogen worden sind jetzt in den, ja, Anfang der 2000er. Genauso wie hier jetzt auch sehr, sehr viel aktiv gebaut wird an der Lessingstraße und an der Fontanestraße, weil natürlich Pankow wächst. Die Menschen suchen sich ja, möglichst chillige Orte, wo sie gut leben können. Und da ist Wilhelmsruh natürlich einer der, ich sage jetzt mal, Anlaufpunkte Nummer eins. Denn hier ist es sehr, sehr schwierig, eine Wohnung zu finden. Und wie ich am Anfang erwähnt hatte, gab es ja hier viele Villen. Ihr seht es ja auch hier. Die wurden halt, wie gesagt, damals Anfang der 1920er Jahre, 1910er Jahre gebaut, als sich die Reichen das leisten konnten, außerhalb der Kernstadt Berlin sich ein Häuschen zu bauen. So, ihr seht hier die Grundschule in Wilhelmsruh und die große Kita Ulanzwerge, also die Wichtel. Und wenn man die Ulanstraße jetzt gerade hochfahren würde, dann würde man, wie gesagt, sozusagen mit dem Mauerstreifen langfahren, bis wir dann bei ATU ankommen. Auf der linken Seite weiter hinten ist auch dann der Zentralfriedhof, also direkt hinter der Schule sozusagen. Da gibt es noch kleine Kleingartenbereiche. Das ja zum ja, Zentralfriedhofsbereich hier Wilhelmsruh-Rosenthal kombiniert ist, weil... Ich sage jetzt mal, wenn ihr bis dort vorne hinfahrt und dann ja, der Fluss kommt, dann ist eigentlich schon Rosenthal. Deswegen, wir fahren jetzt in diese Richtung weiter und dann gehen wir mal zur Kirche.
So, wir befinden uns jetzt an der Ecke Hauptstraße, Buchholzer Straße zur Kastanienallee. Die Kastanienallee, wie ihr schon seht, die führt da hinten hin. Das ist schon der Bereich, der zur Rosenthal hinführt. Das heißt, es ist der nächste Bezirksbereich, den ich in Pankow meine Runde natürlich auch noch abdrehen werde. Falls das Video schon online ist, ist es am Ende dieses Videos verlinkt oder es befindet sich bereits in der Playlist. Dann schaut gerne in meine Pankow meine Hut-Playlist rein. Diese Sportanlage Buchholzer Straße war ganz, ganz lange Zeit, ich sage jetzt mal, heruntergekommen und nicht gut benutzt. Es gab ja dann 2015, 2016 diesen überkrassen Sturm in ganz Deutschland, der so verheerende Schäden angerichtet hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie der gewesen hat. Es ist auch heute sehr windig und damals sind riesengroße Bäume. Ihr seht ja diese, ich sage jetzt mal, ich weiß gar nicht, was das für eine Baumsorte ist, ob das Eiche ist oder Buche oder was auch immer. Die waren hier mindestens 20 Meter hoch und die sind alle umgeknickt, 4 Stück, und hatten den ganzen Zaun eingerissen. Daraufhin haben sie auch das gesamte Gelände platt gemacht, neue große Umkleidesachen hingemacht und nun spielt die VfB-Einheit zu Pankow hier Fußball, trainiert hier und ist ein sehr, sehr cooler Sportverein, den man auf jeden Fall unterstützen kann oder wenn man gerne Fußball spielen möchte in Pankow oder in Wilhelmsruh oder generell hier wohnt, da kann man sich melden und die haben ein richtig tolles Fußballteam. Ja, wir fahren jetzt weiter in Richtung, ihr seht dort steht das Schönholzer Weg. Dann kommen wir nämlich wieder quer zu Wilhelmsruh zurück und werden uns in den Hauptbereich wieder reinbegeben. Und dann fahren wir auch an der Rückseite von meinem See vorbei, den ihr vielleicht schon aus ein paar anderen Videos kennt. Das heißt, also bleibt dran, er verpasst nichts und ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze geschnitten habe oder schneiden werde. Es wird aber eine schöne Tour für euch. Bevor wir losfahren, als kleine Anmerkung dazu, an der Sportanlage Buchholzer Straße, ihr seht ja, da oben ist es grüne von dem, ich sag mal, Tor so ein bisschen abgedingst. Hier bin ich auch als kleines Kind noch immer rüber geklettert und habe Fußball gespielt, auch wenn die Sportanlage nicht offen war, mit meinen Freunden. Aber da war ich 7, 8, 9 Jahre alt. Schon eine Weile her. So. Ich weiß gar nicht, ob man mich hören kann, das ist die ganze Zeit mega windig, aber ihr seht auch hier die Neubauten, die wurden jetzt auch von der Wohnungsbaugenossenschaft Wilhelmsruh EG gebaut an der Schönholzer Weg 1. Das ist ein kompletter Neubau, der jetzt hochgezogen worden ist, um auch hier Wohnfläche zu gewinnen und neue Wohnungen zu schaffen in dem Bezirk. Ihr seht ja, das Ganze ist noch eingezäunt, ist aber ein sehr, sehr schöner Wohnkomplex geworden. Hat insgesamt, glaube ich, 20 oder 30 Wohnungen in der Größe halt von, ich glaube, 2-Zimmer- bis 4-Zimmer-Wohnungen, also auch was für Familien. Falls ihr noch eine Wohnung in Pankow sucht, es kann zwar teuer werden, hier könnt ihr aber noch was finden. Ja, wir fahren jetzt den Schönholzer Weg weiter lang. Man sieht hier auch noch das alte Kopfsteinpflaster. No hate an der Stelle, aber das ist noch aus Gründerzeiten. Jetzt kommen wir wieder zur Lessingstraße, aber eigentlich müssten wir eine weiter lang fahren. Da vorne sind wir rausgekommen. Jetzt sieht man es ja gar nicht auf der Kamera. Da vorne sind wir rausgekommen und jetzt müssen wir noch ein Stückchen weiter in Richtung erstmal unserer Kirche und dann noch zum See. Und ihr seht schon so ein bisschen quer darüber die evangelische Kirche Wilhelmsruh und da vorne das Denkmal, weil ihr wisst ja, auf der anderen Seite hinterm See befindet sich das Denkmal der gefallenen Russensoldaten des Zweiten Weltkriegs. Auch hier wurde ein Denkmal aufgestellt, das können wir uns jetzt natürlich erstmal anschauen. Wie alles so ein bisschen in Wilhelmsruh ist auch die Lutherkirche der evangelischen Gemeinde um die 1905, 1906er Jahre gebaut worden, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie gesagt, so ein bisschen alles hat ja auch diesen gotischen Backsteinbau, wie ihr hier seht, hat sich ja auch schon bis jetzt komplett durch die gesamte Gegend durchgezogen, weil das halt damals so üblich gewesen ist. Ich finde diese Backsteinbauten immer sehr, sehr schön, weil das halt auch, ich will nicht sagen nostalgisch wirkt, aber so ein bisschen die Ewigkeit widerspiegelt. Hier gibt es natürlich dann auch einen Kirchenchor und die evangelische Gemeinde wird hier von
dem Kirchenkreis Berlin-Nordost geführt, wenn ich das richtig weiß. Also ich glaube, der Bereich hier gehört dazu, dann Rosenthal gehört mit dazu, dann natürlich auch der Bereich in Pankow-Heinersdorf und Alt-Pankow. Und da hatte ich euch ja auch schon in einem der letzten Videos nur einiges zu erzählt. Dann gibt es natürlich auch noch die evangelische Kindertagesstätte hier. Also dass man sagt, man, wenn man jetzt ein Kind hat, kann man die hier in die Kita geben. Richtig, richtig, richtig cool. Und wie gesagt, der gesamte Bereich jetzt dahinter, da müsst ihr euch dann wieder vorstellen, ist natürlich wieder das Industriebereich Pankower Park. Hier ist sozusagen unsere Kernwohngegend in Wilhelmshöhe. Ich finde das Ganze, wie gesagt, hier sehr, 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 sehr schön. Es ist sehr, sehr ruhig. Es ist sehr, ja, dörflich angetatscht, also wie Kleinstadt mal so ein bisschen, sage ich. Und ich finde es einfach toll, hier in Pankow unterwegs zu sein, und Wilhelmshöhe generell natürlich auch ein Bezirk, der sehr zu empfehlen ist, also ein Unterbezirk von Pankow. Ja, wir werden jetzt uns natürlich noch zum Wilhelmsruher See begeben, weil der hat natürlich auch noch ein bisschen Geschichte. Und ich muss es euch zeigen, dort wo jetzt groß Bibliothek, Kultur und Veranstaltungen draufsteht, da war bis vor 5 Jahren oder 6 Jahren noch das Postamt in Wilhelmsruhe. Wie es aber in vielen Bereichen in Berlin jetzt mittlerweile üblich ist, wird die Deutsche Post, also das, was den normalen Briefverkehr, Pakete, DHL und sowas angeht, immer weiter eingedampft, und in Wilhelmsruhe gibt es sozusagen keine Post mehr. Es gibt nur noch daneben sozusagen den kleinen Zeitungsladen, der ein DHL-Shop-Spot ist, wo man dann seine Pakete noch abschicken kann. Ansonsten ist man da ein bisschen aufgeschmissen, was hier Paketeversand angeht, was ich auch sehr, sehr schade finde und mir auch sehr, sehr unangenehm, weil es bilden sich an diesem Paketshop immer extrem lange Schlangen und man kommt da nicht ran. Und jetzt wisst ihr ja auch gerade aktuell mit der Corona-Pandemie-Geschichte, was ja noch läuft, aber jetzt gibt es ja mittlerweile überall tausende Lockerungen, ist es aber so, dass man da nur mit 3 Personen in diesen kleinen, weil das ist halt so ein Zeitungsladen, wie nennt man denn sowas, ja, ja, wo man Zigaretten kaufen kann und sowas, halt einfach so ein Kiosk. Genau, Kiosk ist der richtige Begriff. Und da ist halt im hinteren Bereich der DHL-Shop mit drin und das ist halt extrem verkackt. Auch dieses Gebäude, was ihr jetzt hier vorne seht in Weiß, und das dahinter sind auch Neubauten, die in den letzten 4 Jahren aufgebaut worden sind. Da gibt es Eigentumswohnungen drin, die sehr, sehr teuer, für, glaube, knappe 280.000 Euro sind die weggegangen. Ihre Wertanlage in Pankow, also jetzt hier natürlich Wilhelmshöhe, ihr wisst ja, wie es abläuft. Also die, die reich sind und schon Geld haben und sich es leisten können, die holen sich dann natürlich in der Kerncity Berlin einfach hier so eine Eigentumswohnung zum Chillen, damit sie auch was in Berlin haben. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Wir fahren jetzt vorne dann einmal noch zu meinem See und dann sind wir eigentlich so mit Wilhelmshöhe schon durch. Ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ich noch irgendwas vergessen habe oder ob euch irgendwas besonders gut gefallen hat oder ihr noch mehr wissen wollt über Berlin, Pankow, über Wilhelmshöhe. Wie gesagt, nächster Teil wird jetzt Rosenthal sein. Und dann hatte ich ja schon mal in meinem Video ich besuche Aarons Kiosk geschrieben. Wenn da 250 Likes drauf sind, mache ich auch ein Video über Berlin-Weißensee. Aber Weißensee ist extrem groß. Also wir sind ja jetzt hier schon auch über 1 Stunde unterwegs. Und das ist eigentlich der kleinste flächentechnische Bereich von Pankow hier, Wilhelmshöhe. Weißensee wird dann wahrscheinlich eine Tagesaufgabe. Aber müsst ihr halt schön liken und müsst auch schöne Sachen in die Kommentare schreiben, damit ich das mache. So. Da war mal das alte Postamt drin, aber alles abgeschlossen. Mittlerweile ist hier nur noch eine Zahnarztpraxis und eine Bibliothek drin. Ah. So. So. Und das hier, Ventellino, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, war früher die Heimatbäckerei Pavlik gewesen, die leider 2018, Ende 2018, Anfang 2019 pleite gegangen ist.
auf der linken Seite noch die Freiwillige Feuerwehr in Wilhelmsruh, wie ihr seht. Wurde auch renoviert und sieht schön und schick aus. Ja, und jetzt biegen wir rechts ab und kommen dorthin, wo ihr mich häufiger seht. Also nicht zu den Villen, sondern hier rechts zum Wilhelmsruher See. Ja, und bei dem fantastischen Wetter, seht ihr, bin ich am See angekommen und ja, das kennt ihr hier. Hier laufe ich immer gerne rum und drehe meine Meinungsvideos und ja, erzähle euch, was mich alles so ankotzt oder was ich gut finde. Ja, zu guter Letzt möchte ich euch natürlich auch noch einige Einblicke auf den Wilhelmsruher See geben, denn Leben und Wohnen in Wilhelmsruh hat sich seit 2015, sage ich jetzt mal, stark für die Renaturisierung und die Restaurierung des Wilhelmsruher Sees ja eingesetzt. Das ist eine ehrenamtliche Organisation, die sich sozusagen hier darum kümmert. In den 1920er und bis in die 1940er Jahre konnte man auch hier noch in dem See baden, weil der eine aktive Wasserzulaufstelle gehabt hat, also für den Wasseraustausch. Dieser wurde dann aber, ja, sage ich mal, bis in die 1960er Jahre gekappt und seitdem hat sich auch der Zustand sozusagen vom See immer mal wieder verschlechtert. Hauptproblem ist aber auch, wie ihr hier seht, steht es auch auf dem Infozettelchen drauf vom Bezirksamt, dass Leute hier die Enten füttern und wenn die Enten halt mit Brot gefüttert werden, kacken die ins Wasser und da bilden sich extrem eklige Blaualgen halt drin. Und ansonsten ist der See aber wie gesagt ein Naherholungsort und Erholungspunkt für viele Bewohner hier aus dem Bezirk, die gerne mal sozusagen die Gedanken schweifen lassen. Die Sonne scheint hier schön rein, man hat einen großen Blick auf den See, auch sozusagen durch die Feuchtigkeit, durch die Qualität der Natur hier hat man immer, kann man gut durchatmen, man kann um den See joggen. Es gibt hier viele Leute, die mit ihren Hunden langlaufen. Wir haben da vorne den einen Spielplatz, den ihr kennt. Dann haben wir hier auf der anderen Seite den zweiten Spielplatz. Der wurde mal auch vor 3 Jahren neu gemacht. Da sind alte Klettergerüste, die waren noch aus Holz und aus Metall so stark angerostet und vermodert. Das Holz kennt ihr alles. Restauriert bzw. abgerissen worden und dort ist jetzt eine Kletterstange mit einer Schaukel. Viele junge Familien ziehen nach Pankow und auch nach Wilhelmsruh, weil das der familienfreundlichste Bezirk in ganz Berlin ist. Und wenn ihr das auch in der Gesamtstatistik anguckt, könnt ihr euch das reinziehen. Ich glaube beim Zensus auch in 2020 oder wann das genau gewesen ist, hat sich Pankow in den letzten 3 Jahren um 180.000 Mitbürger vergrößert. Heißt also, nicht umsonst der schönste Bezirk in Berlin. Ja, damit sind wir aber auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Das heißt, Pankow, meine Hood, Wilhelmsruh ist soweit vorbei. Ihr könnt natürlich gerne mir in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt mir gerne Fragen natürlich auch noch zum Thema Pankow, meine Hood, Wilhelmsruh geben. Ihr könnt auch gerne erraten, ob wir an meiner Wohnung vorbeigefahren sind, ja oder nein. Und dann könnt ihr natürlich mir schreiben, wo ich wohne, wenn wir dran vorbeigefahren sind. Aber ich werde es natürlich nicht verraten. Ich liege ja nicht meine Adresse. Aber ihr könnt natürlich gerne rätseln, wenn ihr das wollt. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ihr weitere Videos von Pankow meine Hood sehen wollt, ist hier am Ende auf dieser Seite auf jeden Fall irgendwo eine Playlist eingeblendet. Da könnt ihr gerne draufklicken. Dann seht ihr auch alle weiteren Videos, die ich bereits schon zu Pankow gedreht habe. Und hier auf dieser Seite ist vielleicht noch ein Folgevideo, entweder direkt das nächste Video oder ein älteres, was ich verlinkt habe, wo ihr gerne mal reinstöbern könnt, um euch die Geschichte von Pankow und dem schönsten Bezirk in Berlin, wo ich wohne, anzuschauen, was ich schon mal darüber berichtet habe und wie ich da lang gefahren bin. Würde mich natürlich mehr als gut freuen darüber, wenn ihr da mal reinschaut. Falls ihr noch keine Abonnenten seid, könnt ihr jetzt natürlich gerne noch ein Abo dalassen, dann verpasst ihr keine weiteren Meinungsvideos, keine Vlogs, keine Challenges, keine Food Reviews bei mir. Ihr kennt die Inhalte und die neu dazugekommen sind. Ich bedanke mich fürs Anschauen und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozok. Ciao!